Sonnenaufgang im Weinviertel. Einer reizvollen, hügeligen Landschaft. Weingärten wechseln mit Dörfern und Kellergassen. Durch das milde pannonische Klima wird dieser Teil Niederösterreichs auch die österreichische Toskana genannt. Weite Getreidefelder lockern das Bild auf. Ein trockenes und sonniges Wetter ist typisch für das Weinviertel und Voraussetzung für das Gedeihen erstklassigen Brotgetreides. Das Gebiet der Genussregion Weinviertler Getreide umfasst 29 Gemeinden im westlichen Weinviertel rund um Hollerbrunn. Direkt nach der Ernte wird das Getreide an insgesamt 5 Weinviertler Mühlen angeliefert. Diese Getreidemühlen haben im Weinviertel eine jahrhundertealte Tradition. Durch ständige Kontrollen und feinste Mahlvorgänge wird die Produktion hochqualitativen Mehls gewährleistet. Die weit gestreute Produktpalette reicht von Weizen- und Roggenmehl über Weizenkleie, Roggen, Vollkornschrot und vieles mehr. Dieses Mehl wird schließlich in den gängigen Verpackungen für den Verkauf an die Geschäfte und Supermärkte abgefüllt. Die großen Säcke werden zur Weiterverarbeitung zu den Bäckern gebracht. Die Genussregion Weinviertler Getreide ist entstanden aus der Erzeugergemeinschaft Weinviertler Getreide und gemeinsam mit dem Reifeisen- und Lagerhaus Hohenhollerbrunn. Weiters wird das Getreide dann verkauft an die Mühlen im Weinviertel. Das sind 5 Betriebe, die das Getreide zum Mehl verarbeiten. Und wird dann geliefert an 10 Bäcker im Weinviertel, die allesamt ausschließlich Weinviertler Getreide verarbeiten. Die Tradition ist das Weinviertelbrot. Es wird gebacken aus 2 Drittel Roggenmehl und 1 Drittel Weizenmehl. Das ist eine sehr traditionelle Brotsorte für uns im Weinviertel mit Sauerteig und Salz und Hefe. Sonst kommt da nichts rein. Dieses Rohmaterial wird verrührt und in einem Kessel mit dem Weinviertler Mehl vermischt. Die fertige Masse wird schließlich zu Brotlaiben geknetet. Es hat eine viereckige Form. Ist ein 1,5 Kilo Becken groß, deswegen 1,5 Kilo, weil wir sagen, je größer ein Brot ist, umso besser schmeckt es beim Backen, wird es besser, das Aroma entwickelt sich besser. Es hat 4 Scherzl, da gibt es keine Streiterei zu Hause mehr. Ja, und hat auch eine längere Backzeit durch die Größe und somit bleibt es auch länger saftig. Diese Laibe werden traditionell mit meisterlichem Können in den Backöfen gebacken und fertig ist das Weinviertler Brot, leicht erkennbar an der quadratischen Form. Die Getreideprodukte werden aber auch zur Herstellung anderer Köstlichkeiten, wie Kardinalschnitten oder sonstigen Mehlspeisen verwendet. Unsere Backwaren verkaufen wir in unseren eigenen Geschäften, aber ebenso auch an der Gastronomie. Wir haben mittlerweile sehr viele Partner in der Gastronomie, speziell Heurigen, die unser Weinviertelbrot und unser Weinviertelgetreide verkaufen in Form von Brot und Gebäck. In den Heurigen und Restaurants wird so manche Köstlichkeit serviert. Mit Brot und Gebäck aus der Genussregion Weinviertler Getreide steht einem genussvollen Essen nichts mehr im Wege.